Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild Part 19. Tja, beim letzten Mal, da haben wir ja Pferde zugeritten, ne? Das ist die gute Gerti, ne? Und unseren Hengst, der Günni, der ist immer noch im Stall. Und wir können uns jederzeit ein Pferd aussuchen. Naja, meins sind es schon zwei, ne? Also die anderen Hengste, die so ein bisschen ungestümer sind, die konnten wir noch nicht zureiten, da wir noch nicht genug Ausdauer gesammelt haben. Ja, aber naja, kommt Zeit, kommt Rat, Leute, ne? Würde ich mal sagen. Aber auf jeden Fall kommen wir jetzt schon mal deutlich schneller hier voran, innerhalb der Welt von Hyrule. Und dort ist auch ein weiterer Schrein, ne? Ja, da möchte ich zunächst mal hin, aber Moment. Bevor ich dann weiter... Ja, man kann durch einen beherzten Sprung, glaube ich, auch höhere Ebenen erreichen. Vom Pferd aus. Ah, der traut sich da nicht rüber. Oh, da ist auch noch jemand. Ach, das ist doch der Händler. Ah. Helfen wir ihm mal kurzerhand, ne? Bevor er hier in die Bredouille kommt. Gerät, wie auch immer. Oh, da liegt jemand. Da haben wir nebenbei noch jemandem geholfen. Also ist mir erst gar nicht so aufgefallen. Oh! Jetzt mit dir sprechen? Ja. Porra. Vielleicht hättest du mir ja helfen können, statt nur zu gaffen. Was habe ich denn gemacht? Ich schaue mir gern einfach so den Fluss an. Wenn man sieht, wie der Fluss so dahin fließt, kann man sich kaum vorstellen, dass es die Verheerung gab. Aber dann kamen die Monster. Ich gehe wohl besser zurück zum Stall. War das nicht die, die auch geschlafen hat die ganze Zeit? Ja, na gut, was ist die ganze Zeit? Das war immerhin Nacht, ne? Man kann es ihr nicht verdenken. So. Ja, unsere Pferde können wir auch rufen. Wir können sie allerdings auch im Stall lassen. Also falls wir verhindern wollen, dass ein Pferd irgendwie zu Schaden kommt. War es ein bisschen sehr wild gerade. Okay. A-Taste, genau. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Moment, Moment, Moment. Na, schwimmen können sie nicht. Die sind wasserscheu, die Pferde. Erstaunlicherweise. Okay. Man kann leider nicht so schnell bremsen, wie man Gas geben kann. Vereinfacht ausgedrückt. Ne? Tätscheln. Ja, tätschel ich sie mal. Dadurch kann man die nämlich beruhigen. Besänft den so ein bisschen. Ne? Tja, ich glaube, da komme ich nur so rüber. Na toll, das Floß ist genau auf der anderen Seite. Ah, das wollte ich jetzt gar nicht. Stopp. Ui, das ist wieder so ein Böser. Schnell runter. Ey, ey. Na, warte, Junge. Jetzt bist du dran. Wumms. Bevor er überhaupt noch Schaden anrichten kann, jagen wir ihn vorher in die Luft. Aber seine Teile können wir noch einsammeln. Damit können wir irgendwie Objekte in die Luft emporheben. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich glaube, Gerti, lasse ich hier mal stehen. Und versuche mal hier über den Fluss zu schwimmen. Ah, leider eine starke Strömung. Ja, hier bin ich jetzt saufen, glaube ich. Oder? Ist auch noch eine Wolke. Ich möchte ganz zu dem Schrein. Ah, das wird eng. Ja, sehr eng. Nein. Hier kann man doch gar nicht ersaufen. Oh Mann. Ja, das war wohl nichts. Oh Leute. Na gut, da kriegen wir eh neue Lebensenergie. Ich sollte vorher auf die Strömung achten. Also die, ja, die kommt von da. Seltsamerweise, obwohl da ja eine Insel ist. Tja, dann müssen wir doch darüber. Okay, egal. Na denn. Yep. Moment, das Pilz. Warte, Gerti. Geht gleich weiter. Jetzt möchte ich dich hier den Pilz einsammeln. Ist da noch irgendwas drauf? Nö. Nee. Hab da hinten auch so ein bisschen den Wald. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Den Wald durchforstet. Aber da habe ich nichts Besonderes gefunden. Nee, oh, pardon. Ein bisschen, ja, Besänftchen. So, so ist gut. Ja, man muss sich hier um seine Reittiere kümmern, ne? Damit sie nicht ausrasten oder durchgehen, sagt man ja bei Pferden.
So, sieht doch schön aus da drüben. Oh, nein, ey, aber das Lenken wird schwer. Also das Lenken wird wirklich schwer. Sofern das, das Pferd den Galopp aufgenommen hat. Naja, jetzt geht's wieder. Na, ich muss ja hier nicht im schnellen Galopp durch die Gegend reiten. Gehen wir es mal langsam an. Oh, das ist die Brücke kaputt. Na, wunderbar. Naja, man sieht halt, ne, dass Hyrule im Verfall begriffen ist. So ein bisschen. Na, was heißt so ein bisschen? Ist ja logisch eigentlich auch, ne? Nach dem, was passiert ist, was dem Land zugestoßen ist und deren Bewohnern natürlich. Und uns selber ja auch, ne? Link war ja auch betroffen und der König ist sogar gestorben, ums Leben gekommen. Hm. Sehr traurig, sehr traurig. Ah, okay. Ja, hier können wir es wahrscheinlich eher rüber schaffen. Aber das Floß wird nicht magnetisch sein, nehme ich mal an. Ne? Nee, ist es nicht. Aber die Truhe, die ist es. Ja, komm, das schaffe ich. Ja, okay. Puh. Erledigt. Geh aber nicht mal raus da. Moment. Ja, klappt. Ja, das war, glaube ich, auch die vorgesehene Stelle hierfür, um den Fluss zu überqueren. Violetter Rubin, 50 Rubine wert. Sein violetter Glanz löst ein wohliges Kribbeln in deiner Magengegend aus. Ja. Auf jeden Fall. Bei violetten Rubinen immer. So, was haben wir da? Nichts weiter. Okay. Sie blühen so hübsch. Oh, eine Quest. Nebenquest. Quatsch, was soll ansprechen? Hoffentlich bleibt das Pferd da drüben. Gärtner, ne? Schön da bleiben. Sieh nur, wunderschön, oder? Ich habe rund um den Schrein herum Blumen gepflanzt. Das ist ja ein toller Einfall. Du kannst sie dir gern aus der Nähe ansehen. Sei nur vorsichtig, nicht auf sie drauf zu treten. Na, geil. Bitte nicht betreten. Schreine. Eine Schreinquest. Gehe ich erstmal außen rum. Falls recht ist. Oder wenn es recht ist. Hat es ja hier doch noch das ein oder andere Vogelnestchen. Ja, wir brauchen ja alles, ne? Damit wir uns heilen können. Aber zum Glück ist ja hier ist der Schrein in der Nähe. Da werden wir eh wieder geheilt. Vorausgesetzt, wir schaffen sämtliche Rätsel in diesem Schrein. Naja, wenn ich das schaffe, dann habe ich immerhin schon wieder 3 Zeichen der Bewährung zusammen. 4 brauchen wir, also falls sich das nicht erhöht. Kann natürlich sein, dass wir dann beim nächsten Mal schon 5 brauchen, dann danach 6 und so weiter und so fort. Je mehr wir oder je weiter wir aufsteigen, wäre natürlich, ja, wäre schon krass. Aber nicht auszuschließen. Ist ja in allen Rollenspielen ja auch so, oder in vielen Rollenspielen, sagen wir es mal so, dass sich die Anzahl der erforderlichen Erfahrungspunkte immer mehr erhöht. Ne? Je mehr Stufenaufstiege man verzeichnet. Kann man nochmal mit ihr reden? Ja, nee, die sagt nichts weiter. Na gut, ich muss einfach nur mich vorsehen so ein bisschen. Sieht ja aus wie ein Labyrinth, ne? Ne, hier kann ich nicht durch. Tja, die hat scheinbar keine anderen Sorgen in dieser Welt hier, in Hyrule, als irgendwelche Blümchen zu pflanzen. Und das ausgerechnet vor einem Schrein. Nee. Au! Ja stimmt, die können ja springen, die Viecher. Oh Gott, war das knapp. Hab mich fast wieder selber ins Jenseits befördert. Oh, da kann ich leider auch nicht ran. Oh, dadurch nehmen die keinen Schaden, die Blumen, ne? Durch meine Explosion. Ne? Oh. Okay, einer hat überlebt, leider. Ja, die können sich in den Blumen aufhalten, ne? Da gibt es keine Probleme. Oh, okay. Das tut ihnen doch weh. Oh, ich glaube, ich habe die Quest versaut. Richtig? Ah ja, Tatsache. Dann fängt es wieder von vorne an. Vorher komme ich gar nicht hin zum Schreien. Ach so.
Es ist quasi eine externe Scheinquest. Ist ja auch lustig. Na toll, also hochjagen darf ich sie auch nicht. Na prima, oder bin ich jetzt versehentlich auf eine raufgelatscht? Nein, die Gegner sind weg. Es kommen immer neue Scheiße. Ah, ich habe den Blumen nichts getan. Da komme ich leider auch nicht rauf. Naja, nachher wahrscheinlich. Wenn ich denn den Schrein geschafft habe, dann latsche ich hier einfach querbeet. Das ist ja auch fies. Genau in der Mitte befindet sich ein Strauch Blumen. Hey, wie oft... Oh. Ich bin doch gar nicht drauf gewesen, Mann. Das sind Lebewesen, weißt du nicht? Na sicher sind das Lebewesen. Verdammt nochmal, immer diese Grünen. Gut, probieren wir es nochmal. Sind ja zumindest keine Gegner mehr da. Dann nehmen wir halt die andere Seite. Ups. Oh, verdammt. Ja, wie gesagt, die Steuerung ist sehr sensibel bei der Wii U, beim Wii U Gamepad. Also die Standard-Gamepad, was dabei ist mit dem Bildschirm, das. Ja, man kann das Spiel auch nur ausschließlich auf dem Bildschirm spielen, das ist auch möglich. Ach, es läuft da genauso gut oder schlecht wie auf der stationären Konsole, ist ja klar. Wobei, ich weiß nicht, ob die Auflösung da geringer ist oder genauso hoch. Hm, wie soll ich denn das machen, Leute? Wie soll ich denn da durchkommen? Hm. Speichervorgang, ja. Ja, na also, oder? Ja, hat uns die Wachtel in Ruhe gelassen. Wunderbar. Und ab in den Schrein. Denn wir brauchen noch ein Zeichen der Bewegung. Nein, noch mindestens zwei, aber naja. Sind wir unserem Ziel dann wieder ein Zeichen näher gekommen. Bitte nicht betreten. Hä? Bitte nicht, ach so. Das war die Quest, die wir jetzt geschafft haben. Okay, verstehe, verstehe. Sehr schön. Endlich mal was klappt. Im Galopp kannst du kleinere Gegner über den Haufen reiten, aber pass auf, denn im vollen Lauf fällt das Ausweichen schwer. Das stimmt. Das ist mir aufgefallen. Also da kann man halt nicht mehr so richtig lenken. Aha. Das sieht klein aus. Na, das sah klein aus. Okay. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Hirohira. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Folge dem Strom. Mhm. Na gut, das mache ich eh schon an der Wasser... Quatsch, an der Oberfläche. Da musste ich ja auch dem Strom folgen. Ah, okay. Ich verstehe. Hoffentlich kommt da noch ein Fluss. Das haben wir jetzt aufgeschmissen. Ich gucke mich trotzdem mal näher um hier. Nicht doch irgendwie Ton oder so in irgendwelchen Nischen versteckt sind. Kommt jetzt noch mal eine? Ja, da. Mhm. Gut. Bin mal gespannt. Also die sind auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Diese Schreine, deswegen mache ich die auch sehr gerne. Also man macht es nicht, weil man es muss oder so. Sondern einfach mal, weil es Laune macht. Na, wie soll ich denn das machen? Naja, das schaffe ich nicht mehr. Gut, dann muss ich wieder auf die nächsten warten. Oh, was heißt warten? Erstmal muss ich wieder an Land kommen. Und das möglichst lebendig. Ja, komm. Huh. Ach, da sind sie ja schon wieder. Oh, geschafft. Huh. Mal gewusst wie. Hm. Ah, wo ist die Kiste? Schau mich schon mal um. Muss ja auch irgendwo sein, ne? Da ist er, unter Wasser. Ih, das sind Bomben. Schwimmt die auch? Oh ne, die schwimmt. Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. Nein, die ist leider nicht magnetisch. Oh nee. Das ist ja blöd. Wie soll ich denn hier rausfischen? Das ist ja toll. auf jeden Fall muss ich da... Auf jeden Fall muss ich da mich durchsprengen, glaube ich. Was anderes bringt das nicht. Da jage ich erstmal die eine Bombe hoch. Quatsch. Mal sehen. Ich jetzt die Bombe da ins Wasser werfe, ob die dann
Ah ja, probieren wir es mal. Ob die auch mit dem Strom schwimmt. Ja, sieht gut aus. Ja. Aber die ist zu langsam, die schwimmt zu langsam, verdammt. Muss ich mal warten, bis sie wieder rumgeschwommen sind. Ach, wie kriege ich das Teil auf? Ach, da ist ja auch noch ein Fass. Sehr gut. Ne, die könnten wir auch festhalten, nicht festhalten. Oder kann man die auch aufspringen? Ja, geil. Ja, stimmt, da ist ja nicht umsonst so ein Fass, ne, bei dem. Naja, ich verstehe. Also ein Fass ist für die Truhe bestimmt. Und die anderen für die Tür. Nehme ich jetzt einfach mal an, meinem jugendlichen Leichtsinn. Ja. Ich darf einfach mal... Ups. Nein. Boah, dauert zu lange wieder. Nein. Na, mal sehen, vielleicht. So ungefähr auf einer Höhe sind und dann unmittelbar vor der Tür, dann versuche ich mal zu springen. Ja. Sonst sind sie doch schneller gewesen als die Bombe. Ja, jetzt, oder? Jetzt oder nie? Ja! Wer sagt's denn? Was ist das andere Fass? Ach, hier. Schneller als die Truhe, deutlich schneller. Naja. Nein, das schaffen wir auch. Das überleben wir auch, wenn wir da uns schwimmend hinüber begeben. Aber erstmal möchte ich. Moment, die können wir auch festhalten, oder? Genau, das können wir ein bisschen beschleunigen auf die Art. Quatsch. Können wir generell. Na, wie war das? Kommen wir sowieso ran. Tada! Ich mach's mir noch unnötig kompliziert. Eispfeil! Ja! Der winkt mit dem Zaunpfeil. Ja, schaffen wir relativ entspannt. Vielleicht hätte auch ein Fass denn gereicht, um hier alles hoch zu jagen. Oh, da ist ein Abgrund. Ist da noch irgendwo was? Nö. Leider nicht. Keine weiteren Geheimnisse. Oh, der sieht ja anders aus, ne? Ich gucke mich trotzdem nochmal um. Ja. Ich muss meinem Instinkt folgen, anders geht's nicht, Leute. Sorry. Oder Zwang. Eins von beiden. Bei dem. Sehr schön. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Der hat sein Gesicht so ein bisschen verdeckt, ne? Gesicht. Sehr gut. Na also, jetzt haben wir drei zusammen. Brauchen wir nur eins und dann könnten wir theoretisch aufsteigen. Es sei denn, ne? Es erhöht sich. Also die Anforderungen erhöhen sich. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ja. Das war's und wir... Wir befinden uns wieder an der Oberfläche, ne? Nehme ich mal an. Kämpfe, hast du schon einmal das Magnetmodul auf eine Metallkiste in einem feindlichen Lager gerichtet? Der Versuch könnte sich lohnen. Ja, habe ich. Alles schon durch. So, jetzt latsche ich aber durch. Nein! Okay. So oft! Ich habe es dir schon so oft gesagt. Der Humor kommt noch nicht zu kurz. Warum kapierst du es einfach nicht? Oh, oh. Nein! Ich arbeite Tag, um diese Blumen zu flehen. Und du trittst sie mit Füßen immer und immer wieder. Zu geil. Oh. Spüre. Die Rache der Blumen! Oh oh. Die Rache der Blumen? Klingt nach einem Gegner, Endgegner, Zwischengegner, wie auch immer. Habe ich jetzt dadurch einen... Oh ne, jetzt hat sie mich gehauen. Oh, hallo?
Das ist ja wohl weitaus schlimmer, einen Menschen zu schlagen als irgendwelche Blumen. Hallo? Ey. Na toll, wie gewonnen, so zerronnen. Ich habe da den Schrein auch machen wollen, um. Ah, ist leid. Nein, nicht nochmal. Nee, okay. Naja, ich hab's verstanden. Scheiße. Das sind wir tot. Nein, doch nicht. Was, ist die immer noch da? Ey, die gibt's doch nicht. Kann man die nicht. Sieh nur, jetzt hat der Schrein so eine schöne Farbe. Er ist bestimmt glücklich über all meine Blumen. Nein, das liegt daran, weil ich es geschafft habe. Aber dank dir war das vergebens fast. Nein, nicht ganz. Okay, genau. Jetzt brauche ich. Momentus, Momentus. Ach, Quatsch. Kann ich auch so auswählen, ne? Genau, die Krog, den Krogfächer. Und damit kann ich das jetzt irgendwie. Mich irgendwie fortbewegen mit dem Floß, genau. Ja, naja. Mehr oder weniger. Hoffe mal, der geht nicht kaputt. Aber eigentlich nicht. Also wenn wir Gegenstände außerhalb der Kämpfe verwenden, eigentlich nicht. Na geil. Ach so. Also kann man es auch steuern. Aber ist egal, wir sind ja schon am Ziel. Ja. So, jetzt sind wir aber in dem falschen Gebiet. Wir müssen ja dahin, ne? Oder wollen dahin auf jeden Fall. War darüber nicht. Ich glaube, hier ist alles von Bergen umgeben, ne? Von hohen Bergen sogar. Ne, die waren am höchsten eigentlich. Die Zwillingsberge. Ne. Oh. Ah, man kann auch einen größeren Luftstoß auslösen anscheinend, wenn man die Y-Taste gedrückt hält. Nehmen wir jetzt die 7. Ah, das hier, die Lanze. Na geil, wir fast tot hier. Dank der Schnepfe mit ihren dusseligen Blumen. Aber egal, Leute, ich sollte die Folge beenden, sonst wird die wieder zu lang. Oh, da kommt wieder jemand. Ach, das Skelett verhaue ich noch. Okay. Ey, lass mein Pferd in Ruhe, lass Gerti in Frieden. Ist ja wohl nicht wahr. Sieht man die Lebensenergie von dem Pferd irgendwo? Nee, leider nicht. Schon wieder Nacht. Ich war. Oh, da sieht es nicht sehr verheißungsvoll aus. Nee, das mache ich nicht beim nächsten Mal. Ich glaube, da müssen wir erstmal ein bisschen stärker sein. Oh Gott! Ein Fledermaus-Schwarm. Oh nee, oh nee, oh nee. Weg, 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 weg. Nee. Also man bekommt rechtzeitig angekündigt, dass es sich um ein Gebiet handelt, bei dem man schon stärker sein sollte, wenn man sich da aufhalten möchte. Oder damit liebäugelt, sich aufzuhalten. Geh schnell weg, Gerti. Das hat keinen Sinn mehr. Ab zur Brücke. Die Rache der Blumen. Ich glaube es ja wohl so. Aber Leute, damit die Folge nicht auch wieder zu lang wird, möchte ich an der Stelle erstmal eine Pause einlegen und sage bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Bis dann, euer Chuck.